Heute möchte ich euch über die neueste oder über eine Betrugsmasche informieren, die bei eBay Kleinanzeigen geht, wo eigentlich der Verkäufer von Smartphones oder sowas, also einer Unbescholtener so wie ich oder jemand anders, der was verkaufen will, der Gelackmeierte ist über ein neuestes Betrugsmodell. Dreiecksgeschäfte heißen die, ja. Und ich erkläre es euch mal kurz, weil das eigentlich sehr interessant ist. Ich wusste gar nicht, dass sowas auch möglich ist. Es wird ja immer kreativer. Also, ist folgendes. Einer will ein Handy verkaufen, ja. Ein Verkäufer-Handy, könntet ihr sein. Also ihr sagt, okay, ich will ein iPhone 8 verkaufen. Für 800 Euro zum Beispiel, ja. Dann gebt ihr da ein Inserat auf, sagt 800 Euro und so weiter. Okay. Dann kommt einer, der Mr. Betrüger, kommt und sagt, weißt du was, ich kaufe dir dieses. Aber zuvor geht er hin und macht auch ein Inserat, irgendwo was ähnliches, auch ein Inserat, hier bei eBay, ähnliches iPhone, sagt, ich verkaufe ein iPhone für 870 Euro. Genau gleich, so wie ihr auch. Ja? Der sagt also, er sagt, er verkauft eins. Jetzt kommt eine gute Frau, Tante A, und die sagt, ich hätte Interesse an diesem iPhone. Ich kaufte es für 870 Euro. Da sagt er, okay, überweise mein Geld an das Konto. Und er, jetzt kommt das Konto, es gibt er das Konto an von dem, dort wo es kaufen könnte. Und sagt, okay, überweise mein Geld an Verkäufer, an Person, an meine Adresse XYZ. Und zwar gibt er die Daten an, die er bei dem Ersten angefragt hat. Bei dem fragt er jetzt erstmal an und sagt, okay, ich bin der Verkäufer. An wen muss ich das Geld überweisen? Ich überweise dir das Geld. So, jetzt überweist die gute Tante ihr Geld an den Verkäufer. Jetzt geht der Ding hin und sagt, okay, ich verschicke dir das Ding. Ist ja schön, dass du mir das Geld geben hast. An wen soll es verschicken? Und jetzt sagt er, ich bin gerade im Ausland, schick mir das an meine Auslandsadresse. Oder der sagt, ich bin gerade in der Gegend, ich hol's nachher schnell ab. Also der weiß, okay, ich bin hier in Sachsen, Zwickau oder so, ich komme schnell vorbei und hol's ab. Aufpassen, wenn sowas ist, wenn einer sagt, ich hol's ab, hat aber bezahlt oder ich schick's ins Ausland, dann stimmt irgendwas nicht. Und zwar ist es so, dass die gute Tante, die hat ja ihr Geld überwiesen und deswegen glaube ich kann mein Dings wegschicken. Der Betrug ist jetzt, dass der das abholt und ihre, obwohl sie das Geld geschickt hat, nie was zuschickt. Jetzt passiert Folgendes. Der hier, der ich was verkauft habe, mein Handy habe ich verkauft, habe ich jetzt nicht mehr, aber ich habe es verkauft, dann würde es heißen, ich habe meins verschickt, aber ich habe ja Geld bekommen von der guten Tante A und die gute Tante A, die kann jetzt hingehen und ihr Geld zurückfordern. Letztendlich bin ich hier der Gelackmeierte, weil ich muss das Geld ihrer zurückgeben und hätte das Handy nie an irgendjemand abgeben dürfen, dessen Adresse oder irgendwo Dings nicht gestimmt hätte. Also sie hat das Geld ordentlich überwiesen und auch an der Adressat. Sie ist unschuldig, sie kann das Geld zurückfordern. Der hier ist sein Geld nachher los, sein Handy los und muss das Geld zurücküberweisen. Und er hat sich sogar, also ich, der Verkäufer, der hat sich sogar strafbar gemacht, weil er... Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Wenn man was verkauft, was man nicht verkauft, was man eigentlich gar nicht anbietet, auch wenn man es unwissentlich macht, ne, macht man sich zunächst eigentlich sogar strafbar. Also, das ist die neueste Masche, die ist beim eBay Kleinanzeigen und eBay, wenn man sofort kaufen macht, was da passieren kann, ist das quasi die Überweisungsdaten, immer wenn es Überweisung ist, schieflaufen kann. Wie kann man dagegen Abhilfe haben? Man kann über, in dem Fall muss man wirklich sagen, naja, nimmt man eBay, hier PayPal nehmen und dort drauf überweisen oder gleich solche Geschäfte vor Ort machen. Also das heißt, wenn ich was kaufe, über 50 Euro, dann fahre ich dorthin. Das ist der Sinn und Zweck von der Kleinanzeige.
dass man es einfach vor Ort abholt und sich auf sowas nicht einlässt. Im Allgemeinen kann ich sagen, dass man die bei Kleinanzeigen, bei solchen Geräten, alles was weiter weg ist, man hat ja keine Referenz, da gibt es unheimlich viele Leute, die Betrug machen. Halt. Also würde ich immer darauf achten, dass PayPal drauf ist. Auch wenn ich meine, dass PayPal auch ein Scheiß ist, weil es kostet ja Geld und die tun nichts, die haben ja nur Käuferschutz, Verkäuferschutz gibt es nicht. Das heißt also, auch dort kann es sein, dass eure Ware, dass einer was kauft und nachher sagt er, das war schon kaputt oder ich schicke dir ein leeres Paket zurück. Das ist der Nachteil bei PayPal. Na, oder man muss das Internet komplett weglassen. Oder sage, okay, vor Ort abholen, sonst gibt es eins auf die Faust. Mit der Faust aufs Auge.